schützen. Und schon ist er in die Falle gelangt. Tja. Und jetzt hat er beides verloren. Tanjas Respekt und Ludwigs Vertrauen. Ludwig, bleiben nur noch wenige Stunden, um einen neuen Thronfolger zu finden. Ja, ja. Und wer das wohl sein wird? Doch, vor ein paar Wochen hätte ich nicht mal dran gedacht. Auch wenn ich ihn für vollkommen skrupellos halte. Aber als ich die Firma geleitet habe, da hat er mir zur Seite gestanden. Er hat sich geändert. Sein Einsatz für die Bank war wirklich beeindruckend. Ja. Aber die Frage, die bleibt, ist, kann man ihm trauen? Nein, das kann man nicht. Ich wünschte, es gäbe eine andere Lösung. Sobald Ludwig mir die Leitung übertragen hat, ist Tanja Geschichte und Sie können LCL zu Ihrer Firma machen. Dann hoffen wir mal, dass wir Ludwig auch in diesem Punkt richtig eingeschätzt haben. Entschuldigung. Ludwig. Ludwig, worum geht's denn? Auf die neue Chefin. Ja, wie lieb von euch. Vielen, vielen Dank. Auf zahlreiche Überstunden, Wochenendarbeit und wochenlange Geschäftsreisen. Und wenn dich deine Familie deswegen mal verlässt, dann hast du immer noch uns. Und, Herr Damit, den hat Kauflein schon extra springen lassen. Ein ziemlich guter Jahrgang, glaube ich. Ja gut, also ein kleines Schlückchen. Sieht dein neuer Job also aus? Champagner schlürfen und in einem Vormittag mit den Kollegen quatschen. Tut mir wirklich leid, wenn ich die Party springe, aber ich muss ganz dringend mit dir reden. Wie? Jetzt? Ja, komm, es ist wichtig. Ja, also, damit meine Tochter mich irgendwann wieder ernst nimmt, würde ich vorschlagen, wir fangen jetzt alle langsam wieder an zu arbeiten. Ja. Tut mir leid. Okay, na gut, komm mit. Das ist mein neues Büro. Wow. Oh Mann, das war knapp. Allerdings. Vielen Dank. Oh. Ganz schön beeindruckend, oder? Ja, Wahnsinn. Mhm. Sag mal, was machst du eigentlich hier? Ach so, ja. Du, guck mal. Das hast du vorhin liegen lassen. Ich dachte, vielleicht hilft dir ja an deinem ersten Tag, wenn du deine Familie bei dir hast. Das tut es definitiv. Komm mal her. Du kommst aber noch später ins Krankenhaus, oder? Unser Vater wird heute Mittag operiert. Ich glaube, der Rest der Familie kann gerade gut auf mich verzichten. Tristan, er könnte sterben. Es ist doch ganz egal, was du der Familie mit diesem Brand angetan hast. Es ist vielleicht deine letzte Gelegenheit, dich von ihm zu verabschieden. Es würde ihm sicher sehr viel bedeuten, Tristan. Entschuldigung, darf ich ganz kurz stören? Tristan, ich bräuchte mal den Schlüssel für den Lagerraum. Ich brauche Werkzeug, die Zapfanlage leckt. Wollte ich reparieren. Klar. Aber du und Rebecca, ihr werdet doch da sein, oder? Natürlich. Wieso wolltest du mit mir reden? Ja, Ludwig hätte dich wegen der Nachfolge nicht so unter Druck setzen dürfen. Aber weißt du, die Zukunft der Firma, das ist ihm so außerordentlich wichtig. Tja, vielleicht sogar wichtiger als sein eigenes Schicksal. Ich weiß. Ich konnte trotzdem nicht tun, was er von mir verlangt hat. Da bist du eben anders als dein Vater. Du hast dich für deine Frau entschieden und gegen die Firma. Ich wünschte so sehr, Ludwig und ich, wir hätten mehr Zeit füreinander gehabt. Stattdessen ging es immer nur um Landstein Enterprises und das Gremium. Tja, Tanja sieht das leider nicht so. Sie ist heute Morgen ausgezogen. Sebastian, es tut mir leid. Übrigens, Ludwig hat mir die Nachfolge angeboten. Ich habe abgelehnt. Und was wird er jetzt tun? Ja. Petra, du trinkst deinen Kaffee nur mit Milch, richtig?
das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Ich weiß doch, wo die Kaffeemaschine steht. Aber du hast jetzt wichtigere Sachen zu tun. Das sind Bewerbungen auf die Stelle der Marketingassistenz. Und Frau Urban aus der Buchhaltung hätte gern einen Termin, um etwas mit dir zu besprechen. Ja, dann sag ihr doch, dass sie in einer Stunde in mein Büro kommen soll. Ja. Steht hier echt gut. So eine eigene Sekretärin und die ganze Verantwortung. Ja, und warum habe ich dann trotzdem solche Angst? Weil doch auch gerade so viel in deinem Leben passiert. Aber es ist ja nicht nur die Entscheidung, ob ich das Kind trotz des neuen Jobs bekommen will. Ich bin Mitte 40. Also das ist nicht gerade ein optimales Alter für eine Schwangerschaft. Tja, aber doch auch nicht total abwegig. Wenn ich alleine an den ständigen Schlafentzug während der ersten ein, zwei Jahre denke. Und dann ist so ein kleines Kind permanent krank. Und daneben diesen Fulltime-Job. Aber du wärst doch nicht alleine. Ich meine, du hast uns und Papa und wir würden dich natürlich unterstützen. Ich habe gedacht, meine Chance im Beruf ist vorbei. Und jetzt? Tja, du hast den Erfolg auch wirklich verdient. Na, ich wünschte nur, ich könnte ihn etwas mehr genießen. Ja? Wuffig, du wolltest mich sprechen? Oh ja. Würden Sie uns bitte alleine lassen? Ich habe das alles unterschrieben. Natürlich. Und wenn Sie noch Fragen haben wegen der Risiken? Ja, ja, ich weiß Bescheid. Danke. Also was gibt's? Ich sollte nun wirklich nicht der Letzte sein, der vor deiner Operation herumspringt. Glaub mir, ich habe mir das alles auch etwas anders vorgestellt. Okay. Also worum geht's? Zu meinem Bedauern hat Sebastian abgelehnt, die Leitung von Langstein Enterprises zu übernehmen. So. Hat er Besseres zu tun? Über seine Motive müssen wir nicht sprechen. Es geht um dich. In welcher Hinsicht? Ich weiß, dass du in jeder Hinsicht ein unberechenbarer Akteur in diesem Spiel bist. Und die Kooperation mit meinen Kindern ist hier zuwider. Ich halte sie allesamt für überforderte Statisten in einem Spiel, das mindestens mehrere Nummern zu groß ist für sie, das stimmt. Mit Ausnahme von Sebastian, aber der ist ja, aus welchen Gründen auch immer, offensichtlich aus dem Rennen. Ansgar, ich misstraue dir. Aber ich weiß, dass dir an der Firma genauso viel liegt wie mir. Du hast die Qualifikation und die Fähigkeit. Wozu? Den Vorsitz von Landstein Enterprises zu übernehmen. Und jetzt willst du, dass ich nochmal mit ihm rede, oder? Weil du glaubst, dass er zur Vernunft kommt, wenn ich ihm erzähle, dass Tanja ausgezogen ist. Damit werden die Karten neu gemischt? Nein, Elisabeth, es bleibt alles beim Alten. Für ihn bin ich nichts weiter als Tanjas Marionette, die nicht fähig ist, allein Entscheidungen zu treffen. Ich hab das so satt. Das kann ich sehr gut verstehen, aber bist du dir sicher, dass du damit leben kannst, wenn Ansgar der Nachfolger wird? Du kannst das ändern. Moment mal, gibst du mir jetzt die Schuld dafür, wenn Ansgar hier alles an sich reißt? Du hättest doch selbst das Ruder übernehmen können. Aber bitte, warum sollte ich das denn tun? Wenn du fachlich dazu viel besser in der Lage bist. Ach, was rede ich, das weißt du doch alles selber. Außerdem ist das nicht nur dein Erbe. Du hast es von allen am meisten verdient, der Nachfolger zu werden. Ja, denk mal drüber nach. Ganz ehrlich, Elisabeth? Im Moment interessiert mich nur eins, dass mein Vater diese OP überlebt und dass Tanja zu mir zurückkommt. Alles andere ist mir herzlich egal. Ui, danke, Emma. Eis. Was gibt's? Nach mehr Kaffee. Ich kann den Termin mit den Stofflieferanten heute nicht einhalten. Wie bitte? Hier ist meine engere Auswahl, die Listen liegen bei. Ach, und ich würde große Mengen ordern, da wir von jedem Stoff ein Probekleid geschneidert und es für gut empfunden haben. Sag mal, spinnst du? Dieses Treffen ist dein Termin und ich erwarte, dass du ihn erledigst. Ja, aber nicht heute. Kannst du mir bitte erklären, was wichtiger ist als dieses Treffen? Wie wär's mit einem lebensbedrohlichen Tumor, der meinem Vater heute aus dem Gehirn geschnitten wird? Reicht das? Entweder gehst du zu dem Termin oder du sagst ihn ab, das ist mir egal. Ich werde heute für meinen Vater und für meine Familie da sein. Aber das verstehst du ja nicht. In deiner Welt, da dreht sich wohl alles nur um dich.
Sebastian kann wirklich froh sein, dass er dich endlich los ist. Und wenn Sie bitte hier unterschreiben würden, Frau Bernstein? Ja, selbstverständlich. Moment mal, befristet auf 6 Monate? Du wirst verstehen, dass ich sicher gehen möchte, dass du die Firmeninteressen in meinem Sinne wahrst. Ich werde an deiner Stelle wahrscheinlich genauso handeln. Allerdings stellt sich dann die Frage, was ist, wenn die Operation... Wenn ich sterbe? Ja. Dann ist die Klausel hinfällig. Okay. Ist was? Ludwig, mir ist völlig klar, dass ich aus deiner Sicht hier nur der Ersatzspieler bin. Aber ich werde dich nicht enttäuschen. Das hoffe ich. Schwester kommt sofort. Danke. Dana kommt später ins Krankenhaus. Was ist mit Tanja? Kommt nicht mit. Nicht. Ist kompliziert, erkläre ich dir auf dem Weg. Alles okay? Ich hatte, glaube ich, noch nie solche Angst. Mal los. Hey, vergiss sie für einen Moment. Ist recht. Lass uns fahren. Ach nein, keine Angst, mein Schatz. Du weißt doch, ich habe schon ganz andere Dinge überstanden. Ja, danke, Helena. Und vergiss nicht, ich liebe dich. Ja, bis bald. Du Papa, sollen wir ein Wartemärkchen ziehen oder dürfen wir alle auf einmal reinkommen? Kommt rein, kommt rein. Ach Gott, Gott, wenn ich gewusst hätte, dass ihr alle kommt, dann hätte ich mir was anderes angezogen. Ach, ich finde, das Muster steht dir gut. Sagt die Designerin. Hallo. Hallo, Tristan. Schön, dass du auch da bist. Auf dich auf, ja? Mach ich. Ach, Becky, du brauchst keine Angst zu haben. Dr. Mendes weiß, was er tut. Ich hoffe, du auch.